Kapitel 1. Eine neue Ära beginnt. Das Spiel beginnt mit Cora, die gegen viele dunkle Geister in der Geisterwelt nahe dem Baum der Zeit kämpfen muss. Cora muss sich aber ihnen geschlagen geben, da es zu viele sind und sie vor Entsetzen schreit. Danach wird das Bild schwarz und es gibt einen Zeitsprung von einer Woche vor den Ereignissen in der Geisterwelt. Cora ist mit Marco und Bolin in der Profibändiger Arena von Republika. Marco und Bolin werden jedoch sofort nach Anpfiff des Matches aus dem Ring geworfen und Cora muss es alleine gegen die Gegner kämpfen. Sie gewinnt, indem sie alle gegnerischen Spieler ins Wasser wirft. Nach dem Kampf ist sie auf dem Nachhauseweg, als sie zufällig die Triade der Dreifachgefahr bemerkt, die mit einem älteren Mann sprechen. Nachdem die Triade Cora bemerkt, machen sie sich aus dem Staub. Cora fragt den alten Mann, ob alles okay sei, doch dieser lacht nur und verschwindet in einem Schatten. Plötzlich wird Cora von dünnen Nadeln getroffen, die vergiftet waren, weswegen sie in Ohnmacht fällt. Willkommen zu The Legend of Cora. Hier ist euer Pack. Und das, scheint gut so zu sein. Und ich habe leider den scheiß Boxenzaun angelassen. Das ist natürlich doof. Also würde ich das wohl wieder ausmachen. Danke. Ja, hallo, nochmal. Ich, der Pack. Wer sonst? Das wisst ihr ja. Scheiße, Mann. Wo sind meine Kopfhörer? Moment. Ich höre gar nichts. Verfickte Scheiße. So. Ich höre immer noch nichts. War auch kein Sound da. Alles klar. Fangen wir nochmal an. Okay, nochmal alles auf Null. So. Nein, Quatsch. Machen wir einfach weiter. Scheißegal. Muss ja kein profimäßiges, was auch immer hier sein. Ja, wie ihr seht, The Legend of Cora. Soll ein ziemlich kurzes Spiel sein. Wäre was ganz Cooles, denke ich mal, jetzt für zwischendurch. Wenn ihr das hier seht, seid ihr auch bestimmt Fan von dem Spiel. Beziehungsweise von der Serie. Ich hab's sehr gerne geguckt. Cora hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich fand die wirklich sympathisch und witzig. Manchmal ein bisschen heulere, aber nein, es war geil. Es war einfach geil. Mir hat's gefallen. Genauso wie Avatar natürlich davor auch schon. Aber Cora... Ich will nicht sagen, ich fand's besser. Es war halt ein bisschen anders. Es hatte sein eigenes Ding. Und das fand ich sehr cool. Es ist leider jetzt, seitdem ich das Spiel habe, ich habe es noch nicht so lange. Und ist es auch schon länger her, als ich die Serie gesehen habe. Aber soweit ich weiß, spielt das Spiel zwischen der zweiten und dritten Staffel. Oder zumindest am Ende der zweiten. Oder so. Mit der Geisterwelt hat es auf jeden Fall zu tun. Also wenn ihr die Serie noch nicht geguckt habt oder noch nicht an dem Punkt wart, sie aber noch gucken wollt, dann solltet ihr das hier vielleicht nicht gucken. Oder ihr macht einfach das Bild weg und lässt den Ton laufen. Das ist mir total egal. Aber es könnte euch wirklich spoilern. Ich habe auch schon ein bisschen reingeguckt. Leider muss ich sagen, da ich schon mal eine Aufnahme machen wollte. Aber die ist... naja, kaputt. Deswegen probiere ich es nochmal. Und ich schwätze mir gerade schon einen Wolf. Ich mache natürlich ein neues Game für euch. Und ich hoffe, es gefällt euch. Mir hat das, was ich gesehen habe, gespielt habe, hat mir Spaß gemacht. Es ist nichts Schwieriges. Fire. Air. Water. Only the Avatar can master all four elements and bring balance to the world. Ja, und
es geht auch, glaube ich, soweit ich weiß, direkt los. Sieht toll aus. Es sieht toll aus. Korra, die geile Schlampe. Los, 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 los. Lasst mich kämpfen. Wo ist die Kamera? Okay. So, kleine Punch. Oh nein, mein Gelbhit ist leer. Oh, es klappt doch gar nichts. Fuck. Fuck. Okay, 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 okay. Moment, ich bin wieder da. Komm, bitte, bitte sei voll. Ey, wurde mir gar nichts angezeigt. So, es geht wieder alles. Weiter geht's. Leichte Attacke. Cool, mit Wasser. Okay, schwere Attacke. Wow, wow, wow. Die finde ich geil. Leichte Attacke und eine schwere hinterher. Cool, okay. A-Springen. Alles klar, boah, ziemlich hoch. Wow, wie geil ist das denn? Buja! Oh. Wie habe ich das gemacht? Was? Zur Hölle! Bam, bam, bam! Okay, das ist eigentlich ganz cool, aber. Wow! Gatling-Modus, ja! Yeah. Okay, Wasser. Jo, Wasser ist, denke ich, mal ein ganz cooler Around. Erde. Oh, langsame Schläge. Aber die knallen. Boah, die knallen. Feuer. Boah, die sind schnell. Boah, die sind schnell. Luft. Oh, Luft sieht so nach Area Damage aus. Schön für viele Gegner. Oh Mann, das liebe ich ja. Okay. LB, RB, Avatar-Modus. Achso, ne, Quatsch. Das ist doch nicht Avatar. Ah, wir mussten switchen, alles klar. Aua. Once again, in the semi-finals of our Special Charity Championship Tournament, proceeds will go to the Rebuild Republic City Fund to help repair the city after Korra's epic battle with that giant man-spirit monster thingamajig 2 weeks ago. I hope you're not too rusty for this, bro. Me? I've been working the streets fighting crime. You're the one who's been fake waterbending. Nuttuck never fakes! Guys? Can we focus? There's the opening bell. Whoa! Oh! And there go Mako and Bolin. Now it's 3-on-1. Thanks a lot, guys. Okay, bring it on. Bring it on. Round 3. Okay. Knockback. Round 3. Oh. Dodge. CRT, alles klar. Oh, das war ein Konter. Kontern, jawohl. Der ist aus dem Hintergrund, du Arsch. Jawohl, da habe ich den Einzel gedrückt. Oh, 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 oh. Das ist gar nicht so einfach. Auch wenn ich der Avatar bin. Das ist echt nicht einfach.
viel getroffen. Oh, da hab ich's aber nur alle erwischt. Das ist schlecht. Jawohl, ja, den habe ich direkt rausgekickt. Nee, doch nicht. Fuck. Jetzt muss ich aber, glaube ich, gewinnen. Das ist Witz. Boah. Okay, das ist nicht einfach. Muss ich leider nochmal. Sorry. Okay, easy. Jetzt kriegst du direkt auf den Arsch. Hello, sir? Are you all right? Hello. New Record. Ja. Schön, her mit den Seelen. Her damit. Aber jetzt passiert das, was passieren musste.